Heute geht es ums Knicken. Du weißt ja, wenn du ein Bauteil hast, ein längeres, und du drückst das zusammen, dann wird das nicht unbedingt zusammengestaucht, dann kann es auch wirklich knicken. Oder ein Blech beulen. Wie wird so eine Knickkraft berechnet? Was ist der Unterschied zwischen Euler, Tettmeier, Streckgrenze? Und ich habe einen einfacheren Weg für dich, wie du feststellen kannst, ob jeweils das eine oder das andere für dich gilt. Bis gleich. Hi, mein Name ist Sergej Karch, ich bin in der technischen Berechnung tätig und bin Maschinenbauingenieur, ja klar. Heute geht es ums Knicken. Wenn du ein Bauteil hast, ne, und du drückst es zusammen, dann müsste es ja in der Theorie eigentlich gestaucht werden. In der Praxis knickt es aber aus oder Bleche beulen aus. Wie kommt das zustande? Imperfektionen. Du hast nicht exakt zentrischen Angriffpunkt der Kraft. Das ist eine Art Imperfektion. Und du hast nicht exakt perfekte Querschnitte. Das ist die andere Imperfektion. Dadurch erheben sich kleine Hebel. Kleine Hebel bewirken Moment. Kraft mal Hebel ist ein Moment. Moment bewirkt kleine Verformung. Kleine Verformung bewirkt noch weitere Hebel. Noch höheren Moment. Das wiederum noch weitere Verformung. Das wiederum noch weiteres und so weiter. Und somit hast du irgendwann mal ausgebeultes oder ausgeknicktes Bauteil. Knicken nach Euler ist das, was die meisten kennen. Nochmal kurz darauf eingehen. Du hast eine Kraft und diese wird berechnet, das findest du in jeder Gleichung, eigentlich überall. Pi Quadrat mal E, E ist Elastizitätsmodul, mal Flächenträgheit. Flächenträgheit ist übrigens immer den Mindestwert nehmen. Bei so einem runden Teil ist das egal, welches du willst. Da sind die alle gleich. Aber jetzt bei sowas hier, bei so einem Schwämmchen habe ich jetzt, wenn das aus Stahl wäre, ich hätte hier eine richtige Breite und hier habe ich eine dünne Breite. So rum hat er weniger Widerstand als so rum. Das heißt, wenn ich es zusammendrücke, knickt er eher so und nicht irgendwie so. Ne? Das heißt, du nimmst immer den kleinste Flächenträgheit. Geteilt durch charakteristische Länge, die setzt sich zusammen aus der tatsächlichen Länge mal ein Faktor. Da musst du nachschauen. Es gibt vier Fälle, einer der vier Fälle wird auf dich zutreffen. Und du teilst das Ganze noch durch eine Sicherheit, sagen wir mal 2. Ne? Sicherheitsfaktor 2. So, jetzt wissen alle, aber da gab es doch was. Guck mal, diese Gleichung hier. Übrigens, hier habe ich Knickspannung hingeschrieben. Das ist dasselbe wie Knickkraft geteilt durch Fläche. Querschnittsfläche, Knickkraft geteilt durch Querschnittsfläche ist dann deine Knickspannung. Und du hast hier tatsächlich ein Schlankheitsgrad. Schlankheitsgrad wird berechnet, ein bisschen will ich nicht drauf eingehen, weil mein Vorschlag kommt aus ohne Schlankheitsgradberechnung. Bis zu einem gewissen Schlankheitsgrad hast du Euler, ab einem gewissen Schlankheitsgrad hast du eine Tettmeier-Gerade, die fängt an beim Faktor 0,8 der Streckgrenze, hört auf bei der Streckgrenze und dann bist du nur noch auf der Streckgrenze. Ich schlage vor, du berechnest erstmal deine Kraft nach Euler und guckst raus, was kommt daraus. Dann berechnest du die Kraft nach der Streckgrenze. Du sagst einfach nur, ich habe eine Fläche, Querschnittsfläche. Ne? Das ist deine Querschnittsfläche. Diese Fläche, daraus berechne ich die Kraft. Ich habe eine Kraft, das ist 0,8 der Streckgrenze. Du nimmst deine Streckgrenze von deinem Stahl, S355 wäre das 355, mal A, das wäre die Fläche, die du hier hast, und geteilt durch die Sicherheit. Und dann guckst du, welcher Wert ist der kleinere. Wenn diese Kraft kleiner ist, als die daraus gekommen ist, dann bist du aus dem Euler-Bereich raus und bist schon richtig Richtung nach Streckgrenze. Dann nimm den Wert. Wenn der Wert größer ist und der kleiner ist, dann nimm den Wert. Du nimmst immer den kleineren. Somit kannst du umgehen, Schlankheitsgrad ständig zu berechnen. Das wäre so mein Vorschlag für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch,
abonnieren und bis demnächst.